Stachel, du erstmal. Wir machen heute ein schönes indisches, vegetarisches oder sogar veganes Gericht. Nämlich Tomatencurry mit Zucchini-Bällchen. Und wir fangen jetzt mal an. Ich habe hier meinen guten Carbonstahlwok schon mal auf dem Herd eingeschaltet. Der muss jetzt noch schön heiß werden. Und wir machen dann ein bisschen Öl rein. Einfach neutral, geschmacksneutrales Pflanzenöl. Ein bisschen rein. Und dann habe ich hier schon mal vorbereitet zwei grob gehackte Zwiebeln. Ich habe jetzt eine rote, eine weiße. Ist völlig egal, welche Farbe. Über die roten gehen, die weißen gehen, die gelben gehen. Und das tun wir da rein. Das ist das richtige Geräusch, das will ich hören. So, und bei mittlerer Hitze, eher ein bisschen niedrigere Hitze, braten wir das Ganze jetzt 10 bis 15 Minuten an. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Da kann man auch nichts abkürzen, finde ich. Wenn die Zwiebeln nicht richtig weich gebraten werden, am Anfang wird das ganze Gericht hinterher nichts. Deswegen lassen wir uns hier schön Zeit. So, die 15 Minuten sind vorbei. Unsere Zwiebeln sind schön angebraten. Das ist wichtig, vor allem bei vegetarischen Gerichten, weil das gibt nachher den guten Geschmack. So, jetzt geht's weiter. Man kann jetzt mit frischem Ingwer, so einen Zentimeter ungefähr, arbeiten. Zwei Knoblauchzehen dazu. Ich habe hier aber, weil es heute schnell gehen muss, ein bisschen fertige Ingwer-Knoblauchpaste. Gibt es im Asienladen, kostet nicht viel. Dann machen wir jetzt hier so einen Löffel da rein. Dann ungefähr die gleiche Menge nochmal Tomatenmark. Handelsübliches Tomatenmark. Ist immer wichtig, ein bisschen anzubraten, das Tomatenmark, mit ein bisschen Öl. Weil sonst, finde ich, schmeckt es immer so ein bisschen bitter und roh. Und deswegen machen wir jetzt einfach nur kurz eine Anbrataktion. Mittlere Hitze. Und dann habe ich noch eine grüne Chili. Die habe ich heute, weil ich es gerne scharf mag, habe ich die Kerne drin gelassen. Einfach so in Scheiben geschnitten mit dem Messer. Kommt hier rein, vorsichtig anfassen, weil sonst hat man die ganze Chili-Schärfe am Finger und dann gibt es nachher ein Unglück. So, sieht jetzt so aus. Einfach nochmal kurz durchbraten. Könnte man auch wieder drei frische Tomaten nehmen, drei oder vier Tomaten. Dann gibt es bei uns schon mal ordentliche Tomaten. Ich habe einfach jetzt eine Dose. In dem Fall stückige Tomaten. Ein bisschen besser finde ich immer die ganzen geschälten Tomaten, weil ich habe das Gefühl, die guten Tomaten, die kommen in die Dosen mit den ganzen und die nicht ganz so guten, die kommen dann in die stückigen Dosen. Aber es geht ganz genauso. Mischen. Umrühren. Sieht jetzt so aus und darf jetzt 10 Minuten vor sich hin köcheln, wieder bei mittlerer Hitze, und wir machen wieder eine Pause. Während unsere Tomatensauce köchelt, machen wir schon mal die Zucchini-Bällchen. Da haben wir zwei Zucchini. Da einfach nur die Spitzen abschneiden. Und dann reiben. So. Ein bisschen
ausdrücken. So. Und dann habe ich hier schon meinen Teig. Das sind 50 Gramm Kichererbsenmehl, gibt es im Asienladen oder im Bioladen. Dann ist drin halber Teelöffel Salz, halber Teelöffel Chili. Ich habe hier Kaschmiri Chili, das hat so eine schöne Farbe, finde ich. Und 50 Gramm Amchur, das ist Mangopulver, pulverisierte Mango. So, da kommt jetzt hier die Zucchini rein. Mal kurz ausdrücken. Und mischen. Wenn jetzt die Mischung passt, dann sollte das Ganze von alleine anfangen, so ein bisschen zusammenzukleben. Ein bisschen massieren, ich zeige es euch mal. Das ist jetzt noch nicht ganz das, was wir haben wollen. Mit etwas gutem Willen lässt sich schon zu so Bällchen formen. Wir machen jetzt da dann 8 Bällchen draus und braten uns die in der Pfanne. So ungefähr. Der nächste Arbeitsschritt für unsere Soße, die hat jetzt 10 Minuten geköchelt, wird jetzt ein bisschen lustig. Jetzt kommt der Zauberstab zum Einsatz, mit dem wir jetzt das Ganze schön pürieren. So, jetzt haben wir eine relativ feste, zähflüssige Angelegenheit hier. Da tun wir jetzt noch ein bisschen Wasser rein und ein paar Gewürze. Garam Masala ist dabei, Chilipulver ist dabei, Kurkuma ist dabei, jeweils ein halber Teelöffel, ein halber Teelöffel Salz und ein Esslöffel Kasturi Methi. Das sind getrocknete Boxhornkleeblätter. Die kann man auch weglassen, wenn man sie nicht bekommt, gibt es aber eigentlich schon im Asienladen zu kaufen. Also das kommt jetzt mal hier rein, gut durchmischen und dann so 200-250 ml Wasser ungefähr. So, okay, so sieht's aus. Das macht mal kurz Pause und wir machen unsere Paftas hier dazu. Auch wieder einfach Pflanzenöl. Das ist fertig. So, wir schauen mal. Jetzt ist gut. Und wir nähern uns dem Ende. Unsere Zucchini-Küchlein schauen schon ganz gut aus. Ins Curry kommt zum Schluss jetzt noch ein Schuss Sahne. Damit ist es jetzt natürlich nicht mehr vegan. Wer es vegan halten möchte,
lässt entweder die Sahne weg, oder, das würde ich nicht so empfehlen, oder man nimmt halt irgendeine Sojamilch oder Mandelmilch oder sowas stattdessen. So, schau mal her. Lecker, oder? Mmh.